An alle verbündeten Einheiten. Wir sind nicht mehr in der Defensive. Ich wiederhole, sammeln und angreifen. Hier ist ODA Foxtrot. Die Russen brechen den Angriff ab. Wir schlagen sie in die Flucht. Hinter dem Mantel des Krieges gab es immer noch Russen, die Makarows Wahnsinn ablehnten. Männer, die bereit waren, sich der Flut zu stellen. Price, wir haben Lebenszeichen, aber sie sind schwach. Soap schafft es nicht ohne Versorgung. Er ist ein harter Hund, er packt das schon. Wir erfassen anrückende Signale. Wir bekommen Besuch. Es ist Makarow, er will es hier beenden. Wer ist unser bester Mann? Yuri, ex-Besnas. Der Einzige, den ich kenne, der Makarow noch mehr hasst als Sie. Holen Sie ihn. Sie benutzen die Kammlinie als Deckung und fliegen von Süden aus an. Woher wissen Sie das? Das würde ich tun. Wir müssen Soap zum Hubschrauber bringen! Was ist das? Alter. Persona non grata. Wie steht jetzt hier? Yuri, geh auf den Balkon in Stellung! Wir müssen dem Arm Zeit verschaffen! Halte den Hof im Auge! Okay. Sie sind auf dem Dach! Wir müssen Soap zum Heli bringen! Yuri, du bleibst bei mir! Yuri, hier rüber! Oh, shit. Grenadier. So, Schuss. Russische Drohne über uns! Wir sind in der Unterzahl. Brauchen mehr Feuerkraft. Welche Waffenlager am Stadion aufgesaugt? Haben wir eine Fahrzeugdrohne? Dann versuchen wir damit zum Hubschrauber zu kommen. Los! Feuer einstellen, Zivilisten! Rechte Seite! Tür! Rechte Seite! Wir müssen so viel rausholen!
Okay. Nein! Die haben mich wieder niedergekloppt. Lebe ich das? Und wieder durch die Favelas. Fahrzeugdrohne. 2 cm dicke Panzerung. Minigun und Granatwerfer. Die Steuerung ist auf Russisch. Dein Job, Juri. Ja, super. Nikolai, wie ist Subs Zustand? Sehr schlecht. Wir müssen ihn hier rausbringen. Juri, mach einen Weg zum Heli frei. Wir sind direkt hinter dir. Die Minigun durchschlägt sogar Wendigte. Thank you.
Aha, okay, gut. Es heißt, im Krieg sei die Wahrheit immer das erste Opfer. Aber wer definiert, was wahr ist? Wahrheit ist eine Frage der Perspektive. Doch viele Russen geben immer noch Amerika die Schuld für das Flughafenmassaker. Es ist die Pflicht jedes Soldaten, die Unschuldigen zu beschützen, auch wenn das bedeutet, die Lüge von Gut und Böse aufrechtzuerhalten. Dass Krieg nicht einfach nur natürliche Selektion in großem Maßstab ist. Doch wie es aussieht, könnte endlich wieder Frieden auf der Welt herrschen. Die einzige Wahrheit ist, dass wir in einem riesigen Pulverfass leben. Es braucht nur jemanden...
der das Streichholz entzündet. Moskau, hier Kommandopunkt, unterwegs nach Hamburg, Himmel ist frei. Alle Teams Bericht. Team 1, das Präsidentenbüro ist gesichert. Team 2, unteres Deck ist sicher. Turbulenzen. Die Bugkabine ist gesichert. 3. Oktober. Wir landen in 2 Stunden in Hamburg. Team 1, beim Präsidenten bis zur Landung bleiben. Vasili wartet auf dich, Vater. Er erwartet eine Antwort von mir. Team 1 unterwegs. Okay. Ich mag ihn nicht. Niemand mag ihn. Darum ist er so gut in seinem Job. Was wirst du ihm sagen? Die Wahrheit. Die will er nicht hören. Er hat keine Wahl. Ich bin der Präsident. Wir sehen uns beim nächsten. Herr Präsident. Vasili. Hallo, Herr Präsident. Herr Präsident. Meine Herren, es gibt nur 2 Möglichkeiten. Frieden oder Krieg, Leben oder Tod. Und zum Wohle unserer Kinder brauchen wir Frieden mit dem Westen. Herr Präsident, jetzt ist nicht der Zeitpunkt für Zugeständnisse. Wir vernichten unsere Feinde, wenn wir sie zu Freunden machen. Auch mit unseren Differenzen können wir... Das sind Schüsse! Das Flugzeug wird entführt! Sie sind im Cockpit! Nein, Herr Präsident! Team 3, Lagebericht! Wir brauchen Hilfe! Die Schüsse! Verdammt, Team 3! Feuer wieder! Feuer wieder! Alle runter! Beschützt den Präsidenten! Code Rot! Ich wiederhole! War das jetzt COD 4 oder Modern Warfare 2? Wo wir quasi die Angreifer waren, aber mit einem anderen Ziel. Wackelt man nicht so rum? Sie haben die Tochter im Flugturm als Geisel! Unterstützung ist unterwegs! Wenn die Team leider sind, dann auf die Unterlage Schüsse! Feinde sind an Bord, alle Türen versiegeln und die Bereiche sichern! Freunde kaufen das Cockpit zum Landung. Oh, fuck.
Agent Kharkov. Wir müssen den Präsidenten finden. 279, machen Luftraum in Sektor 2. Ja, wir hatten gerade einen Absturz. Ist ja nicht das. Tochter finden und in Sicherheit bringen! Kharkov, nach! Wir müssen den Präsidenten finden! Alle Dienstsektoren sicher! Die Evakuierung beginnt gleich! C4, Statusbericht! Der Präsident ist bereit, aber stabil! Feuer reicht nach unserer Position ab! Bereit unterwegs! Da drüben! Ich denke, die sind schon nachgerückt. Jetzt rein da. So. Oh Gott. Gute Nacht. Wissen Sie, wer ich bin?
Dann wissen Sie auch, was ich will. Sie sind wahnsinnig. Russland wird ganz Europa erobern, selbst wenn nur noch ein Haufen Asche übrig ist. Ich will die Startcodes, Herr Präsident. Die bekommen Sie nie. Jeder hat eine Schwäche. Findet das Mädchen.